herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry Primal. Ich bin Ank und wir sind Tucker und ich freue mich herzlich, dass ihr wieder dabei seid in einer neuen Folge. Und heute werden wir uns den Mann der Udam schnappen, der dann in unser Dorf siedeln darf. So wie das scheint, denn er wird uns Sachen beibringen, was wir ja schon von Anfang an dem Menü entnehmen können. So, und das hier ist offensichtlich das große Dawa-Bollwerk der Udam. So. Erstmal machen wir den Tröte hier kaputt. Und dann sehen wir, dass es hier ganz viele böse Männer gibt. Dann entscheiden wir uns dazu, mit unserer Eule aufzubrechen. Um ein bisschen Unruhe zu stiften. Und einfach mal alles anzuzünden, was hier so ist. Ah, du bist da. Nicht mehr lange. So. Anführer haben wir ausgeschaltet, hier müssen wir das Kleinführer. Wie der hier. Der gute Mann hier mit dem Bogen. Oh, da hinten haben wir noch jemanden mit netter Rüstung. Achso, vielleicht sollten wir uns mal heilen, bevor wir hier doch noch dem Ende unseres Lebens erliegen. Na du? In den Schritt, das Teil, in den Schritt. So, dann schauen wir mal, was jetzt passiert, denn das Bollwerk war erstaunlich schnell erobert. Und was der neue Mitbewohner uns denn so für Vorteile bringt. Na du Idiot? Was ist denn das Feines? Ja. Der Graue dann weiter. Grau hat er. Grau hat er. Faulflug frisst Fleisch, tötet Sanftblütige. Tu es, Sanftblut, töte da. Du kommst zum Venjaheimer, zeigst uns, wie man Faulfleisch macht. Faulflug, Entschuldigung. Los, geh! Jammer nicht so rum, du Arsch. Ja, ja. Das war interessant. Und er ist nicht freiwillig mitgekommen. Ihn haben wir so gesehen entführt. Sind wir evil. Grunz nicht so rum, Mann. Das ist ein Käfig, da kommst du nicht raus. Die Türen sind zu, da kommst du auch nicht durch. Käfig stabil, ja. Hm.
Nein, wir sind nicht so schwach, wie du denkst. Zeig Venja, wie man faule Fluch macht. Okay. Da hat sich der im Dorf angeschlossen. Ja, aber eher unfreiwillig. Gucken wir mal. Wir müssen ja jetzt neue Fähigkeiten haben. Reduzierter Nahkampfschaden. Du leidest weniger Schaden durch Tierangriffe und gegnerische Nahkampfangriffe. Reduziert außerdem die Chance, von Gegnern umgeworfen zu werden. Wie cool. Richtig fresh. So, was kann er hier mit? Dann kommt er schneller wieder. So, alles andere ist auch irgendwie doof. 250 Leute schon im Dorf. Okay. Karte. So, haben wir nur noch Uhl. Und hier unten die Izala-Dame. Und um das letzte Leuchtfeuer zu kriegen, müssen wir die Izala ausrotten. Heieieiei. Du willst nicht mit uns reden, oder? Nee, wohl noch nicht. So. Wieder mal in einer schönen Höhle untergebracht, dem bösen Wicht. So, das ist glaube ich wieder die falsche Richtung gewesen. In die andere Richtung geht's nach unser Dorf. Ja, geht's nach unser Dorf. Ist schon richtig so. Das heißt ja dein Dorf. Genau. So. So. Dann gucken wir mal. Wir haben jetzt soweit alles, was hier so in der Nähe ist. Ich habe keinen Bock auf diese ganzen orangen Dinger. Die sind doof. Izala Heimat. Dann düsen wir mal in das Bollwerk da drüben. Und ja. Gucken wir mal, dass wir da vielleicht noch den letzten Leuchtturm uns holen. Um uns dann da weiter vorzukämpfen. Und vielleicht können wir dann ja auch direkt Batterie boxen. Ja, hätte ich während der Ladezeit trinken sollen und nicht gerade ansetzen sollen, als wir hier angekommen sind. Irgendwann lerne ich das noch. So, da lang. Hallo Katze. So. Sollten wir eigentlich treffen können von hier aus. So. 1000 Erfahrung. So, hier haben wir ein bisschen Gestrüpp zum Klettern. Und hoch. Und ruck und hoch und ruck und hoch und ruck. Und noch einmal. Ups. Das war voll gut. Das ist voll geil. Yeah. Woohoo. Wow. Voll die Fresse eingeschlagen. So, und
Nuch. Ja, natürlich. Pisse. Was ein Blödmist. Wahrscheinlich hätten wir einfach nochmal da ran müssen und schwingen ein bisschen mehr und dann hätten wir das schon gekriegt. Yeah, nochmal von vorne. Den ganzen Rotz. Oder wir machen es direkt von hier. So. Und weh, das ist jetzt nur für die Tasche gewesen. Das ist nur für die Tasche gewesen, verstanden. Okay, so geht's auch. Hi, Äffchen. Ne. So, das ist jetzt der Weg in die Region, in die wir vordringen wollen. Selber schuld. Na, Affi? Die Izila-Heimat. Reite ein Mammut. Ist ja praktisch, dass du hier rumstehst. Reite ein Mammut und durchdringe das Tor. Sehr gerne. So, Äffchen hochgetrampelt. Überfalle die Zielheimat mit einem fucking Mammut. Oh, sind wir jetzt zu weit? Wer ist denn da drin? Was ist los hier? Du bist frei, was ist denn los hier? Ja, gerne. Okay. Alles klar. Befreie die Venya. Hi, Große. Ach, das ist unser Mammut gewesen. Hätten wir weiterreiten sollen? Na. Nehmen wir lieber hier unseren Blutfang. Oh, stimmt. Wir können ja auch da drauf von da oben runterhauen. High five. Oh. 700. 700, 400 und noch weiter weg. Na, ihr? Na, Föllenlörr ist daneben geschossen. So, weiter geht's. Vorne haben wir noch mehr von unseren Leuten. Erstmal alle rausholen irgendwie. Dann müssen wir zwischendurch mal gucken, dass wir hier an dem Dings, genau. Hotspot vorbeikommen.
Oh ja, die sehen mich alle und hassen mich alle und wollen mich alle umbringen. Bla bla bla, ihr nervt. Was war das denn für ein komisches Tier? Wahrscheinlich irgendeine Zeitlupennummer. Oh. Ups. Uhara. So, das Dorf befreien, alles klar. Das machen wir auf die harte Nummer heute. Okay, die Schleuder ist kacke. Hi. So. So. Da haben wir noch einen. So. Ah! Oh, der Große hat meinen Tigri getötet. Double kill. So. Komm hoch, Kleiner. Ey, irgendjemand brötet hier die ganze Zeit in die Tröte, das ist nicht cool. Frage ist nur, wo der ist. Na, stirb schon! Geht doch! So. Sollen wir uns hier gerade eine 5-Mann-Armee zusammen oder was wird das? So, da hinten haben wir noch einen. Ach, du bist der, der die ganze Zeit hier rumtrötet. Uns gerade die Keule zerbrochen, als wir auf ihn eingeschlagen haben, offensichtlich. So, da hinten haben wir das nächste, aber warum uns das Leuchte, die Leuchte da drüben.
da wo wir unseren Wegpunkt hingesetzt haben, weil wir da auch ein bisschen an Ressourcen kommen und solche Sachen. Dass wir uns wieder ein bisschen mit Speeren und so Sachen ausrüsten können. Die sind nämlich gar nicht so zu verachten. Die tun die nämlich höllisch weh. Wenn man ihnen so ein Speer ins Gesicht wirft. Echt ein Säbelzahntiger mit unserer Keule totgeschlagen. Mann, sind wir verdammte Badasses. Wir prügeln gerade Tatsache Mammut. Ja, wir haben tatsächlich Mammut geprügelt. Nur Keulen beworfen. Damit das stirbt. Auf diesem Vieh. So, das rote Zeug nehmen wir auch noch mit. Hier, trink was. Trink ein bisschen Fleisch, genau. Schön puriert für die verprügelte Katze. Puriertes Fleisch für Katze. Weil sie so viel Haue bekommen hat. Das ist so nett. Genau, leg ihn ins Feuer. Gegrillt riecht er nämlich besser. Riecht er besser. Genau, gegrillt riecht er auch besser. Schmeckt er besser. Plumps. So, und wir müssen uns auf jeden Fall gleich grüne Kräuter aus der Box holen. Weil davon haben wir keine mehr. Darum heilen wir uns auch nur noch so kacke. Aber wir sind ja gleich am Leuchtfeuer. Man kann es da hinten schon erahnen, hinter dem Baum. So, hopp. Hopp, die Wette gilt. Oh, wir können irgendwas herbauen. Du kannst Tobsuchtsbomben herstellen. Mhm. Wirf Tobsuchtsbomben auf menschliche Gegner, um sie in Raserei zu versetzen, sodass sie andere angreifen. Das ist voll nice. So, und Fähigkeiten haben wir bei ihm noch nicht. Aber hier haben wir schon mal Feuermeistern. Aber die andere, er hat richtig geile Sachen. Das mit dem Schaden verringern ist so der Hammer. Ich sehe niemanden. Autsch. So, mit dem Jägerblick sehen wir die wenigstens so. Okay. Natürlich. Die blöde Arschratte. Entzünde das dufte Leuchtfeuer. Um dein Gebiet zu markieren. Hey, schieß doch nicht auf mich. Sayas Hügel, Leuchtfeuer. Oh, ein... Ich glaube, das sind die, die er eben gerufen hat. War doch irgendwo noch einer, oder? Nee. Doch. In der Höhle? Nee.
Okay, da war noch einer. Oh, und irgendwo ist noch ein Leuchtfeuer. Wahrscheinlich im Uhlgebiet hier oben. Im Udam, nicht Uhlgebiet. Also im Uhlsgebiet, das Udam-Gebiet. So, da unten haben wir dann noch ein paar Venya-Leute, die wir angreifen, holen sollen. Und was ist das? Unbekannter Ort. Musst du dir angucken, um zu erfahren, was es doch gibt. So. Komm, machen wir das einfach. Dann können wir wenigstens alles so einfach anzünden. Und damit wären wir dann auch am Ende der heutigen Episode von Far Cry Primal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns auch in der nächsten Runde wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und einen wunderschönen Tag euch. Bye, bye.